Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das nagelneue Brettspiel Flügelschlag Asien. Das ist sowohl eine Erweiterung, aber auch ein eigenständiges Spiel, was man alleine bzw. zu zweit spielen kann. Sprich, wir haben jetzt einen richtig schönen Duellmodus. Hier in dem Video werde ich euch diese drei Spielarten einmal kurz erklären. Und dann gibt es die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf, kurz und knackig, von der Duellvariante. Sprich, zwei Spieler treten gegeneinander an, wofür ihr nur diese Version braucht. Aber jetzt kommen wir einmal kurz zur Übersicht. Hier sehen wir jetzt erstmal das Grundspiel. Das kann man mit 1 bis 5 Leuten spielen, ab 10 Jahre und 40 bis 70 Minuten. Wurde auch Kennerspiel des Jahres. Zu dem Grundspiel habe ich hier oben eine Regelerklärung. Dann gibt es einmal die Europa-Erweiterung und die Ozeanien-Erweiterung. Aber jetzt kommen wir zu Flügelschlag Asien. Hier hast du drei Möglichkeiten. Einmal das eigenständige Spiel, was hier ist. Hier ist alles drin, was du für 1 bis 2 Spieler brauchst, sprich die Duellvariante. Das sehen wir schon aufgebaut. Die zweite Möglichkeit ist, du schnappst dir das Grundspiel und nimmst aus der Asien-Erweiterung die Bonuskarten und die neuen Vögel und mischt sie in das Grundspiel rein. Das kannst du selbstverständlich mit allen anderen bestehenden Erweiterungen auch kombinieren. Und die dritte Möglichkeit ist, du schnappst dir das Grundspiel zu Flügelschlag und nimmst aus der Asien-Erweiterung den Schwarmmodus raus. So kannst du das Grundspiel mit 6 bis 7 Leuten spielen. Sprich, eine richtig große Runde. Wollt ihr auch gerne ein Video zum Schwarmmodus? Schreibt es unten in die Kommentare. Sucht ihr was zum Solospiel? Schaut hier oben in die Infobox. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Auf geht's zum Duellmodus. Ziel des Spiels. Auch hier im Duellmodus geht es darum, Vögel auszuspielen. Durch die Vögel bekommst du Siegpunkte, durch Eier bekommst du Siegpunkte und selbstverständlich auch wieder durch Bonuskarten. Und pro Runde kannst du dann noch ein Ziel erfüllen. Zusätzlich gibt es dann aber noch eine Duellkarte, worüber du noch auch Siegpunkte generieren kannst. Und wer dann die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Duell. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Mischt alle Vogelkarten zu einem Nachziehstapel und platziert dann 3 auf die Vogeltränke. Das ist die aus dem Grundspiel. Dann bereitet ihr den Vorrat vor, indem ihr die Futtermarker sortiert und die Eier bereitlegt. Das ist hier das Vogelhaus. Hier werden einmal alle 5 Würfel zum Start gewürfelt. So sieht übrigens das Vogelhaus aus dem Grundspiel aus. Die Bonuskarten werden gemischt und bereitgelegt. Dann platzieren wir die Duellkarte in die Tischmitte und nutzen die Zielplättchen für den Duellmodus. Sie haben rote Ecken. Bestimmt davon 4 zufällige und legt sie auf eine beliebige Seite nach oben auf die 4 freien Felder hier auf der Duellkarte. Die übrigen kommen wieder in die Schachtel. Dann bekommt jeder ein Spielertableau. Wir benutzen die Innenseite, so wie hier gezeigt. Die Außenseite benötigt ihr nur, wenn ihr mit der Ozeanien-Erweiterung spielt. Dann bekommt jeder 8 Aktionssteine, 2 zufällige Bonuskarten, 5 zufällige Vogelkarten und 5 Marker jeweils einer Sorte. Jeder von euch hat jetzt 10 Teile. Du darfst nur 5 davon behalten und die anderen 5 wirfst du in beliebiger Kombination ab. Dann suchst du dir eine Bonuskarte aus und wirfst die andere ab. Dann bestimmt ihr einen Startspieler und er bekommt den Startspielmarker. Du kannst aber auch mit der Schnellstarthilfe spielen. Sie gibt aber komplett vor, was für eine Bonuskarte, Vogelkarten und Futtermarker du behalten sollst. Dann platziert jeder Spieler in seiner Farbe noch die 15 Duellmarker auf sein Spielertableau, nämlich pro Feld 1. Immer wenn du einen Vogel ausspielst, wirst du dann einen dieser Marker auf die Duellkarte legen. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Flügelschlag wird über 4 Runden gespielt. Während jeder Runde führt ihr abwechselnd im Uhrzeigersinn eine Aktion aus, bis alle verfügbaren Aktionswürfel aufgebraucht sind. In deinem Zug führst du genau eine von 4 möglichen Aktionen links auf deinem Spielertableau aus. Ganz oben, spiele einen Vogel aus deiner Hand. Möglichkeit 2, Futter erhalten, diese Reihe. Möglichkeit 3, lege Eier. Und die 4. Möglichkeit ist, ziehe Vogelkarten. Um einen Vogel aus deiner Hand in einen Lebensraum zu legen, lege einen Aktionswürfel auf Vogelspielen Leiste, das ist die hier, über die Leiste, in der du den Vogel ablegen willst. Also hierhin. Zahle die entsprechenden Futter- und Eikosten des Vogels und lege den Vogel auf deinem Spielertableau ab. Dann einmal die Eierkosten in Spalte 1, kein Ei. In 2 und 3 benötigst du pro Vogel ein Ei. Und in Spalte 4 und 5
benötigst du pro Vogel 2 Eier, zusätzlich zu den Futterkosten. In unserem Fall, er darf nur ins Grasland gespielt werden und wir können dafür einen Wurm oder Samen abgeben. Also platzieren wir ihn hier und bezahlen einen Wurm. Sollte der Vogel eine weiße Fähigkeit haben beim Ausspielen, wirst du diese Aktion sofort durchführen. Wenn du einen Vogel auf dein Spielertableau spielst, setzt du sofort einen Duellmarker, in der Regel den Duellmarker dieses Feldes, auf ein leeres Feld auf der Duellkarte ein. Das Feld muss zum gespielten Vogel passen, sprich Grasland, also hier irgendwo im Grasland. Also wir könnten ihn zum Beispiel hier auf den Wurm stellen. Oder wir schauen uns die Nestart an, die haben wir aber hier nicht abgebildet. Oder wir können auf die Spannweite schauen, kleiner als 50, größer als 50. Also größer als 50 könnten auch hier platzieren. Wichtig, beim Vogelspielen kannst du auch 2 für 1 Futter tauschen und da gilt nicht das eingesetzte Futter, sondern das ertauschte Futter hier für die Duellkarte. Jedes dieser Felder kann nur ein einziges Mal belegt werden. Kannst oder möchtest du den Duellmarker nicht auf ein freies passendes Feld setzen, dann kannst du stattdessen hier auf die Auffrischungsfeld legen. In einem späteren Zug darfst du dann zu einem beliebigen Zeitpunkt deines Zuges diesen Duellmarker entfernen, um Karten in der Vogeltränke auszutauschen oder das Vogelhaus aufzufüllen. Solltest du den Marker auf ein Feld setzen, wo zum Beispiel ein Ei, eine Karte oder ein Würfel abgebildet ist, bekommst du das direkt als Bonus. Kommen wir jetzt zu den 3 weiteren Aktionsmöglichkeiten, nämlich Futter erhalten, Eier legen und Vogelkarten ziehen. Diese 3 Aktionen folgen alle demselben 3-stufigen Prozess. Wir wählen einen der 3 Lebensräume von unserem Spielertableau und legen einen Aktionswürfel auf das erste freie Feld ganz links in der Reihe. Also zum Beispiel hier, hier oder hier. Und erhalten anschließend die abgebildete Belohnung. Hier dürfen wir uns jetzt sofort 2 Futtermarker aus dem Vogelhaus nehmen. So nehmen uns dann das Futter und hier haben wir dann die Wahl zwischen diesen beiden. Und da entscheiden wir uns hierfür. Zusätzlich können wir noch eine Handkarte abwerfen, um noch einen Würfel zu nehmen. Wichtig, es gibt kein Limit an Futtermarkern. Sollte das Vogelhaus leer sein, werden alle Würfel neu gewürfelt und man hat wieder 5 zur Auswahl. In dieser Reihe gibt es als Belohnung Eier. Sie platziert man dann auf einen Vogel, der Eier aufnehmen kann. Der kann zum Beispiel keine aufnehmen, der 4, der 3. Sprich, wir packen zum Beispiel hier ein Ei hin und da ein Ei hin. Und zusätzlich könnten wir noch einen Futtermarker abgeben, um noch ein Ei zu bekommen. Und wir packen es zum Beispiel hier hin. In dieser Reihe gibt es die Belohnung Vogelkarten. Wir ziehen die angegebene Anzahl, entweder aus der Vogeltränke oder vom Nachziehstapel. Und können auch ein Ei abgeben, um dann noch eine Karte von hier oder aus der Vogeltränke zu nehmen. Wichtig, es gibt auch kein Handkartenlimit. Anschließend bewegen wir den Aktionswürfel von rechts nach links und aktivieren dabei optional alle Vögel mit einer braunen Fähigkeit. Zum Beispiel, wir können ihn aktivieren, dann ihn. Und ihn können wir nicht aktivieren, da das keine braune Fähigkeit ist. Und dann kommt der Aktionsmarker hier hin und dein Zug endet. Und das würde zum Beispiel auch in dieser Reihe passieren. Da würden wir dann zwar nur einen Vogel aktivieren und hier auch nur einen Vogel aktivieren. Also, desto mehr Vögel du in einer Reihe hast, desto mehr kannst du auf Mal aktivieren. Rundenende. Nachdem ihr alle eure Aktionswürfel eingesetzt habt, endet die aktuelle Runde. Führt nun die folgenden Schritte aus. Da habt ihr auch eine kleine schöne Übersicht hier für Rundenende Duellmodus. Solltet ihr Vögel mit der petrolfarbenen Fähigkeit am Rundenende in eurer Auslage haben, werden die jetzt ausgelöst. Jetzt werten wir das Rundenziel der aktuellen Runde aus. Da gibt es im Anhang eine tolle Übersicht über die Rundenziele für den Duellmodus. Markiert euer Ereignis beim Rundenziel mit einem eurer Aktionswürfel. Weiß hat zum Beispiel hier gewonnen und Schwarz hat da verloren. In Runde 1 besitzt jeder Spieler 8 Aktionen. In Runde 2 nur noch 7, in 3 6 und in der letzten 4. Runde noch 5 Aktionen pro Spieler. Wäre jetzt die 4. Runde vorbei, würdet ihr bei jedem eurer Vögel die gelbe Fähigkeit am Rundenende auslösen und würdet dann die Wertung durchführen. Seid ihr erst bei Runde 1, 2 und 3 am Ende, geht ihr weiter. Jetzt werden alle Aktionswürfel von eurem Spielertableau entfernt und kommen wieder in euren Vorrat. Dann wird die Vogeltränke aufgeräumt, alle 3 kommen raus und 3 neue werden aufgedeckt.
Der neue Startspieler wird, wer beim Rundenziel die zweite Position erreicht hat. Bei einem Gleichstand wechselt der Startspieler. Spielende und Wertung. Das Spiel endet nach dem Abschluss der vierten Runde, nachdem ihr die gelben Fähigkeiten am Spielende ausgeführt habt. Nutzt jetzt den beiliegenden Wertungsblock. Ihr erhaltet Punkte für jede offen auf eurem Tableau ausliegende Vogelkarte. So sehen die Punkte aus, die mit der Feder. Dann bekommt ihr Punkte für jede Bonuskarte. Die Regeln dafür sind hier auf der Karte vermerkt. Dann gibt es noch die Punkte für die Rundenziele. Dann gibt es noch einen Punkt pro Ei auf einer eurer Vogelkarten. Ein Punkt pro gelagertem Futtermarker auf einer eurer Vogelkarten. Und ein Punkt pro Karte unter einer eurer Vogelkarten. Und am Spielende schaut dann jeder Spieler noch auf die Duellkarte und sucht seine größte zusammenhängende Gruppe von Duellmarkern raus. Zählt dann alle Duellmarker dieser Gruppe zusammen und bekommt dann noch so viel Punkte. Und wer dann von euch beiden die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. So, das war die Regelerklärung zu Flügelschlag Asien, der Duellmodus. Habt ihr zu dieser Erweiterung bzw. eigenständigen Spiel noch irgendwelche Fragen oder zu einer anderen Erweiterung, dann ab unten in die Kommentare. Viel Spaß bei Flügelschlag und bei anderen Spielen. Wir sehen uns in der Zukunft. Euer Robert.